Jeden Tag müssen in der Bundesrepublik über 61 Millionen Menschen versorgt werden. Mit Nahrungs- und Genussmitteln, mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern. Es gibt kein Produkt, das auf dem Weg zum Verbraucher nicht auf den LKW muss. Darum ist der Transporter unentbehrlich. Über 70% der gesamten Transportmenge wird vom LKW befördert. Weder Eisenbahn noch Flugzeug können eine Ware direkt zum Verbraucher bringen. Die Lücke schließt erst der LKW. Möchten Sie vielleicht einen Wald verpflanzen? Wenn Sie genügend Bäume haben, ist das keine Schwierigkeit. Mit einem Pritschenwagen. Wir lösen jede Transportaufgabe. Für den Gärtner wie für den Bauunternehmer. Und wenn Sie außer einer großen Ladefläche auch noch Platz für Personal brauchen, dann ist ein Transporter mit Doppelkabine richtig. Eine Fußballmannschaft hätte zwar nicht darin Platz, aber 6 bis 7 Mitarbeiter bestimmt. Auch dieser Stapel von Bauteilen, auf Europaletten gelagert, ist für unseren Transporter kein Problem. Mit dem sogenannten Eurokasten kann der Laderaum eines Getränkewagens, auch zusammen mit Fässern und Kartons, optimal ausgenutzt werden. In diesem Fahrzeug lassen sich zum Beispiel 162 Kästen Getränke unterbringen. B- und Entladen müssen rasch vonstatten gehen, lange Ladezeiten kosten Geld. Dank ebener Ladeflächen kann die Arbeit leicht mit Hilfe von Gabelstaplern ausgeführt werden. Aber auch ohne technische Unterstützung, denn die niedrige Ladefläche ist nicht nur für Getränkefahrer, sondern auch für Kohlenhändler kräftesparend. Manchmal ist es noch unumgänglich, einen Transporter auf diese Weise zu beladen. Wir wollen auch nur zeigen, dass sich in einem Mercedes-Benz alle Größen von Kartons rationell unterbringen lassen. Das gleiche gilt für Zeitungspakete oder Wäsche, und für sperrige Waren wie Teppiche. Durch den rechteckigen Querschnitt des Kastenwagens lassen sich alle Waren bis unmittelbar unter die Decke stapeln. Für Waren, die geschützt werden müssen, wie Lebens- und Genussmittel und alle Güter, die schonend zu behandeln sind, auch für sie ist der Kastenwagen richtig. Hier mit Rückwanddrehtür und seitlicher Ladetür. Der Laderaum unserer Transporter ist groß und hoch. Zwischendecken dienen dazu, die unterschiedlichsten Produkte für den Lebensmitteleinzelhandel gleich beim Beladen zu trennen und zu sortieren. Außerdem können auf Transporterfahrgestelle verschiedene Kofferwagen montiert werden, wie hier dieser Kühlwagen. Daneben gibt es eine Reihe von Spezialeinbauten wie Hebebühne oder Vorrichtungen zum Frischfleischtransport. Besondere Systeme auch für Brot und Gebäck. Großflächige seitliche Ladeschiebetüren oder Jalousien, beides leicht zu handhaben. Jeder Wunsch kann berücksichtigt werden. Das ist nicht Ihr Kaufhaus um die Ecke, sondern ein Laden auf Rädern. Mit diesem Mercedes-Benz-Spezialfahrzeug können die entlegensten Dörfer und Gehöfte mit frischen Lebensmitteln versorgt werden. Kein anderes Verkehrsmittel ist so beweglich wie der LKW. Denn nur der LKW fährt von Haus zu Haus. Im Mercedes-Benz-Transporter-Programm steckt die Erfahrung der ältesten Automobilfabrik der Welt. Das Ergebnis? Robuste, ausgereifte Fahrzeuge und optimale Wirtschaftlichkeit. Der kleine Wendekreis ermöglicht leichtes Einparken. Trotz großer Ladefläche kommt der Transporter mit geringem Parkraum aus. Das Fahrerhaus hat PKW-Komfort. Hier findet sich jeder Fahrer mühelos zurecht. Es ist geräumig und freundlich. Große Scheiben geben die Sicht nach allen Seiten frei. Der Fahrer sitzt bequem, gestützt und anatomisch richtig. Der Sitz lässt sich auch während der Fahrt feinstufig verstellen. Leichte Lenkung, übersichtliches Armaturenbrett, sinnvoll angeordnete Bedienungsinstrumente. Die Schaltung ist leichtgängig. Ganz selbstverständlich gute Sicht nach hinten und geringer toter Winkel. Hinter unseren Transportern steht ein Kundendienstnetz von über 1200 Kundendienststationen. Das heißt, kein Transporter hat es weiter als 25 Kilometer bis zur nächsten Werkstatt. Überall werden die Fahrzeuge von kontinuierlich geschulten Spezialisten gewartet und repariert. Das garantiert eine lange Lebensdauer und hohen Wiederverkaufswert.
Ein Mercedes-Benz muss nur alle 10.000 Kilometer zum Wartungsdienst. Der beste Beweis für seine Zuverlässigkeit. Voraussetzung dafür sind die präzise und perfekte Arbeit in der Fertigung. Mercedes-Benz-Transporter erbringen den Qualitätsnachweis durch erstklassiges Material, hervorragende Verarbeitung und extreme Kontrollen. Keine LKW-Firma steckt mehr Zeit, Geld und Ideen in Entwicklung und Versuch als Mercedes-Benz. Das Fahrgestell ist unverwüstlich. Die Fischbauchform des Chassis ermöglicht durch ihre große Stabilität eine hohe Nutzlast bei geringem Eigengewicht. Die Mercedes-Benz-Dieselmotoren zeichnen sich aus durch gute Starteigenschaften, niedrigen Kraftstoffverbrauch und lange Lebensdauer. Aber Zuverlässigkeit entsteht nur dort, wo alle Teile genau geprüft werden. Lenkung, Getriebe, Bremse. Nichts wird bei Mercedes dem Zufall überlassen. Harte Tests fordern das Material, wie es in der Praxis kaum vorkommt. Erst wenn diese Prüfungen überstanden sind, geht es in die Produktion und dann in den Verkauf. Wir bauen Transporter für jede Aufgabe. Bestimmt ist auch einer für Sie dabei. Das ist der L406D, 60 PS Motor, Nutzlast von 1000 bis 2500 Kilogramm. Zwei Radstände, drei Kastenhöhen. L508D, 85 PS Motor, Nutzlast von 2000 bis 2600 Kilogramm, drei Radstände, drei Kastenhöhen. L608D, 85 PS Motor, Nutzlast von 2600 bis 3700 Kilogramm, drei Radstände. Alle Modelle in 24 Grundbaumustern als Pritschen oder Kastenwagen, in den drei Innenhöhen bis zu 1,90 Meter. Suchen Sie sich Ihren Transporter aus. Setzen Sie auf eine erfolgreiche Marke. Bauen Sie auf dieses Fundament. Mercedes-Benz. Welchen LKW Sie auch brauchen, wir haben ihn. Und wir sind sicher, jeder Transporter hat seinen Stern verdient.